Bis zu meinem 13. Lebensjahr bin ich in Eritrea aufgewachsen. Ich bin die mittlerste von 9 Kindern. Eritrea in dieser Zeit war sehr, sehr viel Unruhe. Das Land war im Krieg mit Äthiopien. In Eritrea wurde im Alter von einer Woche, 7, 8 Tagen das Mädchen beschnitten. Wir haben zwar hier mit extremen patriarchalischen Strukturen zu tun, die FGM überhaupt ermöglicht haben. In Afrika, in Eritrea, in Äthiopien, in Somalia, in Djibouti, in Westafrika, überall, Malaysia, Jemen, all diese Gebiete. Von Ost bis Westafrika haben wir das Thema, da wo die Wüste ist, das sind die Kulturen, die Ethnien, die diese Art Form, diese Form von frauenspezifischer Unterdrückungsform ausüben. Alle 11 Sekunden wird ein Mädchen auf dieser Welt genital verstümmelt. Und die Weltgesundheitsorganisation geht davon aus, dass in Deutschland 25.000 bis 50.000 betroffene Mädchen und Frauen leben und weltweit es bis zu 200 Millionen betroffene Frauen gibt. Leider ist es in diesen afrikanischen Ländern, das sind ja 28 verschiedene Länder in Afrika, wo das praktiziert wird, das ist eine grausame Tradition. Es hat überhaupt nichts mit der Religion zu tun. Aber in deren Gesellschaft gilt nur ein beschnittenes Mädchen als reines Mädchen, was auch zwangsverheiratet werden kann. Und nur wenn zwangsverheiratet werden kann, dann ist es auch in der Gesellschaft akzeptiert. Weibliche Genitalverstümmelung wird unterteilt in 4 verschiedene Typen. Die erste Form bedeutet, dass die Vorhaut der Klitoris entfernt wird. Die zweite Form bedeutet, dass auch die Kleinschamlippen betroffen sind. Und bei der dritten Form wird alles so weggenommen und zusammengenäht, dass nur eine ganz kleine Öffnung übrig bleibt, damit Menstruationsblut und Urin abfließen kann. Und die vierte Form, das sind alles Formen, die nicht einer anderen Form zuzuordnen sind. Die Mädchen werden gewaltsam festgehalten. Das läuft natürlich unter völlig unhygienischen Bedingungen ab. Die Beschneiderin nimmt irgendeine Glasscherbe oder irgendeine Rasierklinge, was auch mehrfach verwendet wird. Und dann sind andere da, die das Mädchen festhalten und dann wird es gewaltsam beschnitten. Und die Mädchen wehren sich natürlich. Da können andere Verletzungen entstehen. Die Mädchen können natürlich auch HIV oder Hepatitis bekommen, können unter der ganzen Prozedur versterben. Ich bin von Sudan nach Deutschland mit Nacht- und Nebelaktion sozusagen. Ich hatte die Möglichkeit, ja oder nein zu sagen. Innerhalb von 2 Tagen bin ich nach Deutschland geschickt worden. Das war im Februar. Es war sehr, sehr kalt. Es gab keinerlei Vorbereitung und keine Vorstellung, wohin ich eigentlich gehe. Tausend Jahre Verdrängung und Tabuisierung ist Stillstand des Lebens. Wir wollen Bewegung. Ich denke, dass das so eine Tradition ist, dass es wirklich schwierig ist, dagegen anzukämpfen. Ich glaube, es ist schwierig im Heimatland, da einen Umdenkprozess herbeizurufen. Also ich hoffe, dass in dieser Generation von den Frauen, die wir jetzt hier behandeln, dass da vielleicht ein Umdenken passiert. Ich habe einige Frauen hier angesprochen. Die sind allerdings erst seit 2, 3 Jahren in Deutschland. Die Menschen, die bringen ihre Prägung hierher. Das heißt, für sie ist das FGM, gehört es zur Selbstverständlichkeit. Und deswegen ist es ganz wichtig, wenn sie herkommen, im Grunde genommen, wenn sie Asylantrag stellen oder herkommen, muss ganz klar unterschrieben werden, hier praktizieren wir kein FGM. Ganz klar, ganz klar. Es ist verboten, es ist strafbar. Ja.